René Schwabe ist 30, er ist gelernter Hotelfachmann und während seines anschließenden Studiums als Praktikant beim Magazin Style Ranking gelandet. Style Ranking, das ist ein Bloggersin, also eine Mischung aus Blog und Magazin rund um Mode. René ist kein Journalist und kein studierter Modefachmann, aber er erkennt Stil. Zumindest glauben das viele tausend Fashion-Interessierte, die auf seine Fotos und Style-Tipps im Internet klicken. Man muss natürlich auch ein Auge dafür entwickeln, zu sagen, was ist vielleicht schick und was ist so ein bisschen nicht so ganz Mainstream oder was könnte Trend werden. Da ereignet man sich dann irgendwann auch so gewisse Instrumente für sich selbst auch an. Also sei es jetzt, man schaut auch mal ins Ausland in bestimmte Printmagazine rein oder man geht mal auf eine Architektur oder eine Indoor- oder Interior-Messe nach Mailand und schaut sich dort auch mal die Leute an. Oder er geht auf die Ackerstraße in seiner Heimatstadt Düsseldorf. Alteingesessene Modemetropole, aber doch eher für klassische Damenoberbekleidung. Dennoch, im Szeneviertel Flingern finden sich eben doch die Styler und die Fashionists, die einen Blog bereichern würden. Wenn man dann Looks einfach sucht, also das stand ja so unter dem Motto Saturday Morning Relaxed Looks und man schaut dann einfach, okay, was haben die Leute auf der Straße an. Das kann schon das Konzept dahinter sein, ob dann zum Schluss was dabei rauskommt, weiß man immer nie so genau. Und ansonsten ist Bloggen natürlich sowas wie der Journalist ohne Journalistenausbildung, sage ich manchmal so schön. Das ist einfach eigentlich näher am Konsumenten dran. Jemand, der sich für Mode interessiert, der mitteilen möchte, was gerade toll, was er gerade oder sie gerade toll findet, was gerade Trend ist. Blogger kann man also so ein bisschen in die Richtung Trendsetter vielleicht auch stecken oder auch so Leute, die Trends aufspüren. Das sind halt in Städten unterwegs wie Berlin, in Mailand, in London, in New York, in Paris. Also auch dort, wo sonst die große Mode stattfindet, sind auch Blogger unterwegs. Auf der The Gallery in Düsseldorf schaut sich René also auch um. Besonders Accessoires interessieren ihn heute, aber auch die neuesten Outfits. Denn Trends können sich schon hier entwickeln. Modemessen im Allgemeinen spiegeln halt durchaus wieder, was eventuell in der nächsten Saison irgendwo im Schrank oder beziehungsweise im Regal liegen wird. Denn da kommen natürlich die Einkäufer hin, das sind diejenigen, die schauen, was passt zu meiner Kundschaft. Von daher schaut man sich natürlich auch gerne die Messen vorher an. Schreibt man vielleicht auch direkt schon drüber und sagt, hey, das ist ja ganz cool. Denn meistens landet ja leider nicht alles dann zum Schluss auf der Ladentheke. Letztendlich liegt das Augenmerk darauf, zu entdecken, wer denn eigentlich seinen eigenen Stil hat und welcher Stil vielleicht auch cool ist und auch zeigenswert ist und auch entsprechend dann zum Nachahmen animiert, denn natürlich kann ein Blog nur mit Lesern oder mit Followern leben und die sind natürlich hungrig nach sowas.